Ja, liebe Genossinnen und Genossen, lieber Herr Mayo, wenn du sagst, es muss ja an die Freiheit des Mandats gedacht werden, dann frage ich mich, warum hier dann solche Unterschiede gemacht werden. Und da möchte ich anknüpfen bei dem, was Harald vorhin in seinem Beitrag gesagt hat. Alle 10 Listenkandidaten und Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl haben genau eine solche Erklärung unterschrieben. Und das haben wir alle sehr bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, der Landesverband hat ein Recht darauf, Anforderungen an Kandidatinnen und Kandidaten zu stellen, die auf dem Ticket der Linken zu dieser Wahl antreten. Und dazu gehört nicht nur dieser eine Punkt, den du eben erwähnt hast, Trennung von Amt und Mandat. Ich meine, Ministerämter sind auf Bundesebene im Moment noch nicht im Bereich des Möglichen. Aber es geht natürlich auch zum Beispiel um Mandatsträgerbeiträge. Es geht zum Beispiel um das Vorhalten von Büros. Es geht zum Beispiel um die existenzsichere Bezahlung von Wahlkreismitarbeiterinnen und Wahlkreismitarbeitern. Und entschuldigt bitte, das gilt vielleicht nicht für das Land Brandenburg, jedenfalls nicht für alle, aber es hat solche Vorfälle immer wieder gegeben. Ich weiß, dass der Landesschatzmeister dazu immer wieder Verhandlungen führen musste, was die Mandatsträgerbeiträge betrifft. Es hat Arbeitsprozesse gegeben, zum Glück hier nicht innerhalb von Brandenburg, was den Umgang mit Beschäftigten anging. Ich finde einfach, wir sollten auch unsere Abgeordneten an unsere eigenen Maßstäbe binden. Und ich finde, der Landesverband hat das Recht, diese Ansprüche an seine Kandidatinnen und Kandidaten zu stellen. Und ich möchte keine Unterschiede zwischen den Kandidatinnen für den Bundestag und den Kandidatinnen und Kandidaten für den Landtag machen und bitte hier um gleiche Behandlung. Vielen Dank.